Nein, es ist natürlich auch nicht A Quiet Place 2 oder The Happening, sondern nämlich Bird Box. Ist nämlich vom Regisseur von The Night Manager und dem Autor von Arrival und ist einer der meisterwartesten Mystery-Thriller auf Netflix. Wenn euch natürlich so eine Videos gefallen, dann lasst natürlich auch gerne ein Abo hier, dann verpasst ihr nämlich so eine Videos nicht mehr. Bevor ich aber beginne mit dem Video, gibt es natürlich nochmal eine Spoiler-Warnung zu diesem Titel. Bevor die Suizidwelle der komischen Geisterwesen auf die Leute übergeschwappt ist, haben es 8 Leute in ein Haus von Charakter Greg geschafft. Unter anderem dabei Seto Bullock als Mallory, die auch schwanger ist, John Malkovich als Douglas, Trevor Rhodes als Tom und so weiter. Natürlich muss der Film voranschreiten und es passieren einige Dinge im Verlauf der Geschichte, die jetzt aber so gesehen keinen Sinn machen. Es ist einiges passiert, aber dazu später noch mehr. Aber ein ganz wichtiger Bestandteil ist halt die Geschichte um den Charakter Gary, der ins Haus von Olympia gelassen wird. Es stellt sich später doch im Verlauf der Geschichte heraus, dass er ziemlich geisteskrank ist und diese Wesen sehen kann. Damit nötigt er halt 4 Leute, diese wunderschönen, mysteriösen Wesen zu sehen. Er möchte natürlich auch gerne, dass er die Kinder anfasst, weil diese werden in gerade diesem Moment von Mallory und Olympia geboren. Zum Glück kann Gary erstmal natürlich überwältigt werden, stirbt darauf und es ist der Weg frei für Mallory, Tom und die Kinder, Junge und Mädchen. Also ihr merkt schon, dass es vieles passiert, natürlich sind auch einige gestorben, dass man sagen muss, ist es jetzt wirklich sinnvoll gewesen, ist die andere Sache, aber dazu komme ich erst später. Aber ganz wichtig ist jetzt erstmal, ein Zeitsprung passiert, 5 Jahre. Das hat man am Anfang gesehen, da stand früher 5 Jahre und somit ist es jetzt 5 Jahre später. Nach diesen 5 Jahren sieht man auf jeden Fall, dass die Welt sich gedreht hat, es gibt keinen Strom mehr, Handynetze sind die ausgefallen, es funktioniert wohl nur das GPS-Signal und die Irren, die Psychos, die halt geisteskrank sind, versuchen die ganzen Leute, die es noch nicht gesehen haben, halt zu sehen, dass sie diese Geisterwesen sehen. Dass sie dann somit Selbstmord begehen. Aber kommen wir weiter. Mallory, Tom und junge Mädchen bekommen über den CB-Funk die Anweisung von dem fremden Rick, über den Fluss, in die 2 Tage entfernt ist, zu dem Zuflussort zu kommen. Beim Aufbruch stirbt Tom durch die Irren, kann aber den Weg freimachen für Mallory und Co. Unterwegs im Fluss kämpfen die 3 um das nackte Überleben gegen Irre, Hungersnot und den gefährlichen Strom. Irgendwann am Ziel angekommen, sie auf den blinden Rick in der Blindenschule, was also gesehen der kleine eher Twist oder, ja, was heißt Twist, ja nicht, aber ein Mindfuck-Moment war, den man ja nicht so nennen kann, aber egal. Nun können sie, wie es aussieht, in Ruhe leben, erstmal oder nicht. Erstmal für euch ein paar Rant Facts. 45 Millionen Leute haben sich erstmal diesen Film angeguckt, der sogar vom Autoren selber vor The Happening und vor natürlich A Quiet Place 2 und natürlich anderen Filmen gestartet ist und so geschrieben wurde. Ist ja eine Buchverfilmung von diesem Literatur-Bestseller. Ja, und es hat überhaupt nichts zu tun, weil viele haben gesagt, das Problem an dem Film ist, dass es ja schon alles gab. Also merkt ihr schon, es gab vorher diese Idee und die wurde auch genial umgesetzt, meiner Meinung nach. Bevor ich aber gleich aushole, mal kurz überhaupt, was will uns Bird Box sagen? Bird Box will einfach uns sagen, öffne nicht deine Augen. Ja, blöderweise ist das teilweise so in diesem Film, ist die Message, man soll auf seine eigenen Instinkte achten und sagen, okay, man soll die Urängste bekämpfen und selber sagen die Wesen ja auch, sie wollen uns testen. Also sagen wir auch, die dunklen Mächte dieser Welt wollen uns testen und sagen, okay, ihr macht eigentlich ziemlich vieles in der Menschheit kaputt. Das ist eigentlich so gesehen die kurze Message von Bird Box. So, jetzt fangen wir erstmal an, überhaupt mit den ganzen Sachen, die eigentlich sehr prägnant, wichtig sind für diesen Film. Und deswegen fangen wir erstmal an mit den Vögeln. Ihr habt euch bestimmt gedacht, warum konnten die Vögel überhaupt so lange überleben in diesem Film und warum? Nicht wegen dem, ich denke mal nicht wegen dem Gehirn, was ja ziemlich klein ist zum Vergleich zu einem Menschen, da komme ich aber gleich zum Punkt Psychos nochmal zu. Das ist einfach so, es gibt ja die Redewendung, du hast ja wohl einen Vogel. Früher wurde dieser Ausspruch jedoch nur zu geisteskranken Menschen gesagt. Jetzt kommt der Punkt, Leute. Es war nämlich ein alter Volksglaube, dass Geistesgestörtheit von Vögeln ausgelöst wurde. Allerdings nicht dadurch, dass die Menschen Tauben züchteten oder Kanarienvögel und Wellensittiche besaßen. Nein, damals wurde angenommen, dass die Vögel direkt im Gehirn nisten sollten. Und wenn dann jemand etwas tat, das die anderen nicht nachvollziehen konnten, dann hatte der wohl einen Vogel im Kopf. Somit kann man eigentlich sagen, dass das so eine Metapher ist in diesem ganzen Film. Deswegen konnten sie überleben und natürlich, klar, haben sie auch ihren Instinkt. Ihren Instinkt, dass sie Ausschlag geben, der hat einen Vogel im Kopf. Somit kommen wir natürlich gleich zum Punkt nach den Vögeln, zu den Psychos.
Mit der Krankheit Schizophrenie verbinden wohl die meisten Menschen eine auffällige Spaltung der Persönlichkeit. Doch keine seelische Störung ist zu schwer zu erkennen und so schwierig zu verstehen, sagen Experten. Die Krankheit äußert sich vor allem in Halluzinationen, im Wahn und im Hören von Stimmen. Also ihr merkt ja schon, die Wesen haben ja bei den Leuten, die natürlich Selbstmord begangen haben, sie haben Stimmen gehört. Und sind dann so mit dem vor ein Auto gerannt und so weiter. Natürlich die Irren, die gerade diese Schizophrenie haben, die geisteskrank sind, die hören doch schon Stimmen. Also somit sind sie gar kein Auslöser mehr für sich selbst, weil sie ja schon Stimmen gehört haben. Und sind so gesehen der Herold von den Wesen und holen natürlich die anderen Leute, um diese dann halt, ja, zu meucheln, zu töten und den Wesen auszuliefern. Das Thema Blinde hat ja auch die Leute ein bisschen beschäftigt, mich auch. Wie konnten sie überhaupt so lange überleben? Im Buch ist es ja so, dass die Blinden sich absichtlich blind gemacht haben, also sie haben ihre Augen absichtlich verletzt, überhaupt nicht mehr diese Wesen zu sehen und natürlich dann, sei mal, den Geisteskranken nicht zu begegnen. Die Sache ist immer so, ich glaube auch, dass die Blinden, wenn man länger blind ist, dass man eine eigene Aura irgendwann spürt. Das ist ja vielleicht wie bei Daredevil, nichts anderes, dass die Umgebung besser wahrnimmt. Man hat ja nicht mehr diese ganzen Sinne und man hat ja nur man kann ja nur diese Umwelt besser spüren. Und ich denke mal, so ist auch der Fall, dass auch Mallory besser überleben konnte, auch im Film mit jungen Mädchen am Schluss und konnte überhaupt mit dieser Willenskraft alles bewältigen. So würde ich mir das behaupten. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr mal natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Gut, die größte Frage im ganzen Film ist überhaupt, was sind diese Wesen? Ja, ich habe das ja kurz auch so ein bisschen angedeutet, dass diese Wesen die Urängste auslösen bei den Menschen. Man sieht tote, sag mal, Verwandtschaft, die man gesehen hat, seine Mutter oder so weiter. Und andere Sachen werden ausgelöst in den Menschen, die Stimmen. Sie machen euch einfach geisteskrank in diesem Film. Und das ist nichts anderes, was ich vorhin schon bei den anderen gesagt habe, warum, wieso, weshalb diese nicht angegriffen worden sind. Ein normaler Mensch, der liebt, wird plötzlich suizidgefährdet und bringt sich selber um. Vielleicht wollen die Geister, das ist jetzt wie nichts in Infinity War, sage ich mal, die Menschheit zur Hälfte auslöschen, weil die Rationen zu wenig sind, sage ich mal, weil irgendwann wird sich ja natürlich der Mensch wegrationalisieren, weil er einfach mehr Kriege führt, das ganze Ozonloch vernichtet, die Umwelt vernichtet und so weiter. Das ist wahrscheinlich die Prüfung dieser okkulten Wesen und mehr kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, warum, wieso, weshalb sie aufgetaucht sind. Ich denke mal, auch deswegen wird das wahrscheinlich kommen, dass sie einfach auch die Menschheit vernichten wollen. Oder es sind Aliens, das ist die andere Theorie. Das könnte natürlich sein, dass es vielleicht in diesem Arrival-Universum spielt, was ja vor kurzem, vor 2 Jahren rauskam, dieser Film. Dass da ja Aliens waren, die auf die Erde gelandet sind. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der ist eigentlich zu empfehlen. Sehr guter Science-Fiction-Film. Auf jeden Fall, da komme ich aber gleich so weiter. Wie geht es weiter? So, wie geht es weiter? Was denkt ihr denn? Das könnt ihr natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Das sind meine Vermutungen, wie es weitergehen könnte. Es geht gar nicht weiter. Es gibt gar keine Fortsetzung. Es bleibt einfach ein offenes Ende. In diesem Sinne, sie haben es ja geschafft. Sie haben ja die sichere Bank angefahren. Das war ja die Blindenschule. Sie hat ihren beiden Kindern Namen gegeben. Und sie ist eigentlich so gesehen in Sicherheit. Die andere Sache ist natürlich, was 45 Millionen Views natürlich wahrscheinlich kommen könnte, dass eine Fortsetzung kommt. Die Frage ist, wie will man das so gesehen ausarbeiten und sagen, okay, es geht eigentlich gar nicht, weil sie sind ja an sicheren Hafen. Es könnte sein, dass die Irren, diese Wesen, diese Blindenschule überfällt und dass es dann wieder dazu kommt, dass die getrennt werden, okay. Aber es gibt ein Heilmittel, dass die Leute nicht angegriffen werden. Könnt ihr es so ein bisschen weiterspinnen? Oder es ist wirklich in diesem Arrival-Universum, was vielleicht spielt? Oder keine Ahnung, der Autor hat ja ziemlich viele andere Sachen gemacht. Und es ist einfach, wo man sagen könnte, man weiß nicht, wie es da weitergehen könnte. Deswegen ist die Frage, das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Das Ende habe ich ja erklärt. Es ist eigentlich ganz kurz eine kleine Metapher. Mehr ist es eigentlich nicht, was wir uns denken sollen bei diesem Film. Es ist eigentlich eher auch einer, man muss ein bisschen diesen Film fühlen. So, und es ist für mich auch keine Fortsetzung eigentlich würdig, weil es reicht auch ein offenes Ende. Somit hoffe ich mal, dass ich euch das ein bisschen verständlich machen konnte. Das Ende, die Analyse ein bisschen über diesen Film Bird Box, der wirklich sehenswert ist. Der kriegt von mir eine 8 von 10. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin's Dennis gewesen von Nerd Taste. Stan und ciao und bam!